ans Wasser, neue Kopfruten testen, ein paar Karpfen ärgern, mal gucken, was heute geht. Liebe Angelfreunde, heute mal am Wasser der Test von der Reef R976 SP. Die SP ist die mit der Parallel-Extension. Das heißt, das 11-Meter-Handteil und das 13-Meter-Handteil sind parallel zueinander. Das ist so noch dünner. Was ich euch heute mal zeigen möchte, ist ein Highlight. Weil die 13-Meter-Route von Reef ist auch echte 13-Meter-Route. Ich habe sie nachgemessen, 13,04 Meter. Also ist schon wirklich eine Ansage. Und vor allen Dingen das Geniale bei der Route ist die Transportlänge. Reef ist der einzige Hersteller, der es tatsächlich geschafft hat, bei 1,88 Meter Transportlänge eine Route zu bauen, die echte 13 Meter schafft. Also die haben es hinbekommen, weil die lange Kits verwenden. Schaut mal, ich habe hier ein dreiteiliges Kit in der Hand. 1, 2, 3. Dieses dreiteilige Kit ist sage und schreibe 4,62 Meter. Drei Teile. Lange Spitze hier mit einer großen Öffnung drin, 3,5 mm Innendurchmesser, also wirklich sehr stark vorgeschnitten. Und mit drei Teile 4,60 Meter ist schon mal eine Kampfansage, was ich mache. Auch am Steckteil 2, komm mal ran, da sieht man hier auch diese Carbonleer. Das ist schon vorbereitet für den Slotted-Ausgang. Ja, also die haben hier schon bewusst die Verstärkung angebracht, damit man es später mal aufrüsten kann, beziehungsweise sich den Slotted Port nachrüsten kann. Auch sehr intelligent gelöst, die Steckübergänge extra separat verstärkt. Ausrichtungspfeile dran ist üblich in dieser Klasse, dass man sieht, hier den Pfeil und hier den Pfeil, um die optimale Balance für die Route zu gewährleisten. So, ich zeige euch mal ein weiteres Highlight bei dem Kit. Reef hat im Paket diese Mini-Extension mit bei. Mit diesem Mini-Extension kann man die Route auch verkürzt fischen. Also rein in 3,5 Meter, ist so richtig druckfest und dann kann man auch richtig schnell anschlagen. Also was die hier gezaubert haben, ist sensationell. Oder eben auch für das verkürzte Angeln, wenn man ein bisschen weiter raus will, stecke ich noch ein Teil 4 auf. Schaut mal, stecke ein Teil 4 auf. Teil 4 und dann dazu die Mini-Extension. Ja, schön beschriftet. Mit 4 oder 5 auf der anderen Seite. Und dann habe ich ein richtig schönes Handteil und kann die Route auch mal verkürzt fischen und auch mit einem ganz schnellen Anschlag. Also was wie schnell die ist, ist sensationell. Also. So, weiter zur Route. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie schnell die Route im Anschlag ist. Ich habe die bewusst jetzt auf 13 Meter Länge und werde die mal übers Wasser schieben und wir versuchen das mal mit der kleinen Kamera so ein bisschen einzufangen, um mal zu zeigen, wie schnell der Anschlag bei der Route tatsächlich kommt. Ich habe jetzt hier kein Gummi, nichts dran, das ist die nackte Route an sich. So. Und jetzt habe ich hier schon mal 13 Meter an der Hand. Und guckt euch mal an, die Abweichung von der Ideallinie ist so minimal. Wir reden hier insgesamt über 18,5 cm nur. Das heißt, auf voller Länge habe ich hier nur 18,5 cm Abweichung. Also das ist schon richtig, richtig gut, ähnlich wie es die R16 Pro auch hat. So, und wenn ich jetzt den Anschlag setze, ja, also man hat wirklich nur das Schwingen oben in den ersten drei Teilen und dann beruhigt sich die Route wieder ganz schnell. Ich hoffe, das ist so in der Perspektive noch gut zu erkennen. Wir machen nachher noch ein zweites Video mit einer anderen Kamera, aber erstmal ist es der erste Versuch, diese Eindrücke einzufangen. Ja, so zu den technischen Daten von der 976. Ist natürlich ein Knaller. Im Katalog stehen drin 1030 Gramm. Konnte es mir natürlich nicht verkneifen, habe die nachgemessen und zu meiner Überraschung lieber sogar leichter. Also ich bin auf voller Routenlänge, also bei der vollen 13 Meter, auf 1015 Gramm gekommen. Also da hat Reef wahrscheinlich die Route mit den Endkappen gemessen. Ich weiß es nicht, ich habe es ohne Endkappen gemessen. Aber 1015 Gramm für eine echte 13 Meter Route, holla die Waldfee, ist schon klasse. Hier habe ich einen 13 Meter Handteil. Das ist das 11 Meter Handteil. Da kann man wahlweise eben auch 11 oder 13 fischen. Reef spendiert für diesen Tag auch noch eine 12 Meter Handteil dazu. Wozu das gut sein soll, konnte ich noch nicht so richtig ergründen. Ich habe da auch gefragt in Frankreich. Ja, wurde damit begründet, man könnte ja die Route auch auf 12,50 Meter fischen, statt auf 13 Meter, statt einer Mini-Extension anzustecken.
So richtig erschließt sich mir das nicht, warum man dort jetzt einen 12-Meter-50 Handteil und einen 13-Meter Handteil dazugegeben hat. Aber warum nicht? Ist gratis mit dem Lieferumfang dabei. Probiert es einfach aus. Die Route ist noch schneller, wenn ihr nur das 12,5 Meter Handteil dran habt. Weil die Differenz zur Ideallinie sind dann 8 cm, was die Route dann nochmal schneller und leichter wird. Also ist schon ein schönes Schmuckstück. Tief gibt die Route an mit 44 mm Handteildurchmesser. Passt auch, also die ist wirklich schön dünn, gleitet schnell in der Hand. Und auch die Steckübergänge sind nicht scharfkantig, die sind schön eingeschliffen. Das passt hier alles. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel. Hier, die Steckübergänge sind wirklich ganz dünn, sind ein bisschen angefasst. Das heißt, wenn ich hier mit der Hand drüber gehe, hier bleibt auch kein Dreck hängen. Also das ist wirklich ein angenehmes Gleiten. Also haben sie ja wirklich, die Franzosen, wirklich sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Zur Kompatibilität. Ich werde oft gefragt, kann man denn andere Kits draufsetzen? Ich habe es probiert. Ich habe Marva-Kits probiert. Ich habe Sensas-Kits probiert. Ich habe Vollmi-Kits probiert. Hier passt wirklich nichts anderes drauf, außer Reef. Das heißt, alles, was bei Reef die 9-7-Serie hat, ist kompatibel zu der Route. Aber es passt auch nichts von der R16-Serie. Ist wirklich eine komplette Eigenentwicklung auf einem extrem hohen Niveau. Wer mich jetzt fragt, was ist denn jetzt schon besser? Die Reef R16 Pro oder die 976? Ist ein schwieriger Spagat. Ich bin natürlich ein Fan von echten XL-Routen, wo man die auf volle 13 Meter fischen kann, ohne irgendwas hinten dran zu fummeln und dann nochmal einen Knick in die Route zu bekommen, weil das Balancegewicht dann in den Arsch geht. Die R16 Pro hat natürlich auch seinen Charme auf 12,50 Meter. Man müsste eigentlich beide vergleichen. Man müsste jetzt die 976 mit dem 12,5 Meter Handteil mal gegen die R16 Pro vergleichen. Ich habe dazu mal mir dann die Balancewaage mal genommen, habe beide Routen dann auch mal zu verglichen miteinander. Ich werde jetzt nachher meinen Testbericht dazu lesen, welche Route dann für euch vielleicht besser geeignet ist. Interessant ist natürlich auch der Preis. Die Route hat einen Katalogpreis von etwa 2.900 Euro mit 4 langen Kits bei. Bei 4 langen Kits rede ich über 6,23 Meter nachgemessen. Also das ist schon mal eine Ansage, wie lange Kits. Ein langes Cupping-Kit ist mit dabei, ein paar Monoblockstützen, auch mit einer 3,5er Innendüse. Also die Paketausstattung kann sich ja echt sehen lassen. Guckt euch einfach bei eurem Fachhändler mal an. Also ich muss sagen, ich bin auch schwer begeistert von dem Teil. Da haben die Franzosen was richtig Gutes gezaubert.